Meine kleinen Quarantäne-Bibis, habt ihr mich vermisst auf meinem Kanal? Als Maul. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was wird das schon wieder? Egal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeigen wir mal... gar nichts. Die Innenstadt von Alberhof und sowas. Aber als erstmal gehen wir zum Völki. Also viel Spaß. Mit Leipzig. Leipzig hat ganz nette Orte, das ist doch voll schön. Ja, ein Betonblock, der an den 18. Oktober 1813 erinnert. Genau. Also hier ist die erste Sehenswürdigkeit. Achso, für Leipzig. Weißt du, was für Leipzig auch so mega bekannt ist? Das sind die Leipziger Bistro. Okay. Was willst du? Ein Foto. So ein Foto. Hier hinten, dass ich mit dem Rücken zu dir sitze und dass du quasi. Ja, lächel mal. Perfekt. Nein. So, oder? Ja. Okay, links oder rechts? Also links. Ja, in Sachsen biegt man immer rechts. Hey! It's nice. Ja, immer diese YouTuber, die versuchen irgendwas zu filmen, Alter, verpiss dich mal. Nani? Omae wa mou shindeiru. Alter, was ist mit dir? Nein, was ist denn jetzt am 18. Juni passiert? Hier, kurzer Ausschnitt. Die Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 war die Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege. Dabei kämpften die Truppen der Verbündeten im westlichen Russland, Preußen, Österreich und Schweden gegen die Truppen. Alles klar. Ich bin informiert. Ja, genau. Nur weil du jetzt einen Wikipedia-Text vorgelesen hast. Nein, das wusste ich schon so. Ja, der hat Meeresbiologie studiert. Nicht. Ich hab noch gar nichts studiert. Aber, guck mal, das habe ich schon mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Weißt du, wie lange das gedauert hat? 3 Tage. Also Isabelle, muss ich sagen, hat so ein schönes Foto in dir gerade gehabt. Siehst du das? Mega gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mir auf Instagram folgen. Und zwar mein Instagram ist flyingden_official. Und die aktuellen Bilder jetzt auch online kommen. Also komm her, Fuffi. Oh, komm so. Her. Komm her, Fuffi. Fuffi, komm her. So, auf geht's nach oben. Ciao. Also an diesen Treppen merkt man schon, wer sportlich ist und wer nicht. Weiter geht's. Hey, Isabel,
Wir sind doch in der Hall of Fame. So, die obligatorischen Instagram-Bilder sind gemacht worden. Das heißt, wenn wir das jetzt posten, waren wir auch wirklich hier. Weil ihr wisst, ihr geht nie ins Gym, wenn ihr das nicht gepostet habt. Ihr wart auch nie am Völkerschlachtdenkmal, wenn ihr es nie gepostet habt. Und ihr habt auch nie was gegessen, wenn ihr es nicht gepostet habt. Also immer schön dran denken, immer weiter Spam. Und checkt natürlich auch den Instagram-Account von den anderen Personen hier, zum Beispiel von meinem Handy oder von meiner Katze. Isabels Instagram-Account kann man auch vernachlässigen. Wir setzen die Tour fort. Ciao. Gib mal dein Gehirn. Ey, können Sie bitte die Kamera ausmachen? Datenschutz in Deutschland. Was ist das? Ist das da, wo man so Internet, im Internet Dings runterlädt? Hä? Nein, das ist ja wirklich so. Die Chinesen können ja kein R sagen. Ja, also gebladenen Leis bitte. Also sagen die gebladenen Leis. Ein Leiskocher. Und deshalb brauche ich auch ein Leislocher. So. Aber das macht keinen Sinn mit dem Loch. Außerdem ist das schon wieder so ein bisschen rassistisch. Nicht nur ein bisschen. Also ich will nur sagen, dass ich nicht rassistisch bin. Stimmt, meine Mutter ist selber Asiatin. Ich bin 3/4 Äthiopier. Deshalb, naja. 3/4? Was ist das denn? Ich bin 3/4 Äthiopier. Okay. Und warum? Seit wann das? Naja, ich bin 1/4 Äthiopier. Eine 3/4 Äthiopier. Hälfte Russe. Und 6/5 Deutscher. Bitte drücken, keine Automatik. Ich kann keine Automatik fahren. Hier musst du hin. Zentrum für psychische Gesundheit. Jetzt doch nicht die beste Option war für einen Leiskocher, sind wir jetzt zum Höfe. Genau. Und wir sind dumm. Deshalb gehen wir jetzt zur Media mal gucken nach dem Reiskocher, dass wir Samstag Sushi machen können. Sushi! Dich hat keiner gefragt nach deiner Meinung. Also, auf zum Mediamarkt. Let's go! Let's go, Mario! Ja! Hey Isabel, ein paar Arbeitsgeräte für dich. Ja. So, ja, stimmt. Also, Reiskocher ist da. Wir machen Wraps, dazu brauchen wir Hackfleisch. Und Reis. Bisschen Gemüse, bisschen gesund und so. Und dann sehen wir uns gleich im Aldi. Ach, ein Korb reicht doch. Aber nimm Weizenwraps, ey. Eine Packung reicht, oder? Ja,